stammen aus Mexiko und werden gerne klischeehaft mit Handtaschen in Verbindung gebracht. Auch wenn sie als kleinste Hunderasse der Welt gelten, sollte man sie auf keinen Fall unterschätzen. Heute im Zooplus-Magazin die Chihuahuas. Was die kleinen Hunde mit großem Charme so beliebt macht und warum sie alles andere als ein unter den Arm zu klemmendes Accessoire sind, wollen wir uns heute genauer anschauen. Chihuahuas gibt es in zwei Varianten. Zum einen mit längerem Fell, das entweder glatt oder leicht gewellt sein kann und einen markanten Halskragen aufweist. Zum anderen mit kurzem glatten Fell, das sich weich und glänzend am Körper anschmiegt. Die Farben sind noch vielfältiger. Von weiß über Creme bis schwarz deckt der Chihuahua eine breite Farbpalette ab. Vertreter mit längerem Fell benötigen etwas mehr Pflege beim Kämmen. Ja, super! Chihuahuas sind trotz ihrer Größe alles andere als niedliche Accessoires. Sie stecken voller Energie und sind sehr verspielt. Mit ihrem ausgeprägten Ego stehen sie gerne im Mittelpunkt und treten sehr selbstbewusst und mutig auf. Besonders im Kontakt mit anderen Hunden kann es Anflüge von Größenwahn bzw. Selbstüberschätzung geben. Chihuahuas halten sich gerne für die Größten. Schaffen sie es jedoch, ihr Ego beiseite zu legen, fühlen sie sich im Rudelverbund durchaus wohl. Heißt, sie sind durchaus kompatibel mit Spielkameraden. Was man auf den ersten Blick vielleicht nicht denkt, mit ihrem hervorragenden Gehörsinn und ihrer konstanten Aufmerksamkeit sind sie ausgezeichnete Wachhunde. Der Chihuahua ist kein typischer Schoßhund. Er braucht zwar viel Nähe und Zuneigung von seinen Besitzern, aber genauso viel Auslastung und Bewegung. Ja, danke! So ist er zum Beispiel ein natürlicher Retriever und liebt es, Beute in Form von Bällen oder kleinen Plüschtieren jagen und apportieren zu können. Der kleine Körper verfügt zudem über eine gute Muskulatur. Und damit das auch so bleibt, sollte er keinesfalls die meiste Zeit auf dem Arm oder in einer Tasche getragen werden. Super. Aufgrund seines Selbstbewusstseins, man könnte auch Dickkopf sagen, braucht der Chihuahua unbedingt eine konsequente Erziehung. Er kann sonst gerne mal zu einem kleinen Tyrannen mutieren. Was sie nicht so gerne mögen, alleingelassen zu werden. Chihuahuas sind zwar bestens trainierbar und können sich auf gewisse Zeiträume einlassen. Allerdings ist es ihnen deutlich lieber, ihre Bezugsperson um sich zu haben. Bei so kleinen Hunden machen viele Arbeitgeber eine Ausnahme und lassen haarigen Besuch im Büro zu. Chihuahuas sind kleine Energiebündel mit hohem Nährstoffbedarf, damit ihr Körper ihrem Temperament standhalten kann. Beim Füttern solltet ihr grundsätzlich Alter, Gewicht und den Aktivitätsgrad eures Hundes berücksichtigen. Bei kleinen Rassen ist es wichtig, darauf zu achten, wie die Zusammensetzung aussieht und dass die Kroketten mundgerecht und somit gut kaubar sind. Besonders in Bezug auf Nährstoffe und Vitamine. Eine Über- oder Unterdosierung kann sogar Schäden anrichten. Speziell auf Chihuahuas abgestimmtes Rassefutter ist in seiner Nährstoffzusammensetzung optimiert, erleichtert euch das Füttern und ist absolut das Richtige für einen anspruchsvollen Hundegaumen. Das gibt es zum Beispiel von Herstellern wie hier, Royal Canin oder ein Futter für kleine Hunderassen von Concept for Life. Obwohl sie eher eine Miniaturausführung sind, brauchen sie sich vor anderen Hunden nicht zu verstecken. In puncto Lebenserwartung kommt kaum eine Rasse an sie ran. Chihuahuas können nämlich zwischen 15 und 20 Jahre alt werden. Sie sind robust und widerstandsfähig, wenn sie aus einer verantwortungsvollen Zucht stammen. Leider werden sie häufig extra klein gezüchtet, was sie anfälliger für Krankheiten macht. Ich hoffe, meine Tipps können euch helfen. Bis bald auf diesem Kanal.